Chromosomenstörungen wie Trisomie 21, also Down-Syndrom oder Mongolismus, aber auch Trisomie 13 und 18 sind genetische Erkrankungen des Kindes, die zwar selten vorkommen, man sollte aber die Gelegenheit nutzen, im ersten Schwangerschaftsdrittel durch Ultraschall und Blutabnahmen für solche Erkrankungen zu screenen. Früher war das anders. Früher hat man jeder 35-jährigen Frau, also eine Frau, die älter als 35 Jahre war, eine Fruchtwasserpunktion oder Plazentapunktion angeboten, um die Chromosomen zu finden. Diese Untersuchung war natürlich mit entsprechenden Eingriffsrisiken verbunden. Heute gibt es die Untersuchung zwar auch noch, aber nur mehr für spezielle Fragestellungen. Die eigentliche Standarduntersuchung zurzeit ist die sogenannte Nackenfaltenmessung. Bei der Nackenfaltenmessung wird die kindliche Nackenbreite gemessen in einer bestimmten Woche mit zwischen 11 und 14 und sie sollte unter 3 mm sein. Diese Untersuchung ist stark von der kindlichen Lage abhängig. Es muss nach oben schauen, sodass man mit der Ultraschallsonde wirklich schön einen sogenannten Sagittalschnitt einstellen kann. Dann kann man hinten diese Breite der Nackenfalte messen. Das erfordert natürlich viel Geduld und auch sehr viel Können des Untersuchers. Es gibt zertifizierte Untersucher, die sind alle auf einer Webseite von der FMF, der Fetal Medicine Foundation, zu finden. Ich finde es besonders begrüßenswert, wenn auch die Väter bei der Untersuchung dabei sind, weil die Untersuchung dauert ja relativ lange, dass man wirklich die kindlichen Positionen so hat, dass man alles messen kann. Ist ja darüber hinaus, wenn ja auch die Gliedmaßen gesucht, Hände, Füße, der Magen, die Harnblase und andere Dinge. Also es ist jedenfalls eine gute Gelegenheit, auch für Väter, sich richtig mit dem Kind zu identifizieren und die ganzen Bewegungen, Herzschlag und so weiter zu sehen. Zur Beurteilung des Risikos für eine Trisomie 21, 13 und 18 gibt es im Prinzip heutzutage drei Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1 haben wir besprochen, das ist die Nackenfaltenmessung. Mit dieser Untersuchung findet man ca. 80% aller chromosomalen Störungen, also der 21, 13 und 18er Chromosomen betreffend. Allerdings bleibt ein Risikofenster von 20%, weil nicht alle Kinder mit Down-Syndrom eine verbreiterte Nackenfalte haben. Dieses Risiko kann man durch die zweite Möglichkeit einschränken, durch den sogenannten Combined-Test, das ist eine Blutabnahme von der Mutter, wo zwei Hormone festgestellt werden. Und zusammen, also combined, zusammen mit der Nackenfaltenmessung gibt es eine neue Risikoanalyse, die insgesamt 90% der kranken Kinder findet. Und zu guter Letzt, seit heuer mehr oder weniger, gibt es eine dritte Möglichkeit der Untersuchung, die allerdings relativ kostspielig ist, der sogenannte NIPT-Test, der Non-Invasive Prenatal Test, der sozusagen wieder aus dem Blut Chromosome vom Kind bereits findet. Also im mütterlichen Blut werden Chromosomenteile des Kindes gefunden und man kann anhand dessen feststellen, mit einer Sicherheit von 98,8%, ob das Kind eine chromosomale Störung im Sinne von Trisomie 21, 13 oder 18 hat. Durchgeführt wird die Nackenfaltenmessung bzw. dieses Combined-Test oder andere First-Trimester-Screening-Untersuchungen am besten zwischen 11. und 14. Woche. Wir machen dann meistens gleich ein Infektionsscreening dazu und auch die erste Mutter-Kind-Pass-Untersuchung.